Es geht natürlich mal wieder um das Thema Ladeinfrastruktur. Wie kommen wir zu einer günstigen Ladeinfrastruktur in der Breite? Wie kommt man als 18-jährige Schülerin mitten im Abitur auf die Idee, dass man Laternen als Ladeinfrastruktur nicht nur aufzubauen, sondern sogar eine komplett neue Technik zu entwickeln? Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg mit einem wahnsinnig spannenden Thema heute. Und dazu freue ich mich ganz besonders, dass mir heute zugeschaltet ist die Berit. Die Berit, werdet ihr gleich sehen, ist die jüngste Gästin, die wir hier bei uns interviewen dürfen. Deswegen freut mich das umso mehr. Und Berit, ich weiß, du hast ganz viel zu erzählen. Und bevor es losgeht und du uns über deine Idee erzählst, stell dich doch erstmal vor, wer du bist, wo du sozusagen sitzt, zumindest ungefähr, dass wir dich erstmal kennenlernen. Hallo Berit. Hallo, ja, ich bin die Berit Aigeier und ich freue mich ganz sehr, hier zu sein. Und ich komme aus Baden-Württemberg, also aus Aachen, das ist in der Nähe von Offenburg. Und ich habe eine Ladestation entwickelt, die man an Laternen anschließen kann und damit sein E-Auto versorgen kann. Berit, ich habe in unseren Vorgesprächen, die wir geführt haben, gelernt, du bist gerade mitten im Abitur. Dafür drücken wir dir natürlich erstmal ganz dolle die Daumen, gerade in der jetzigen Zeit. Wie kommt man, verzeih einfach die Frage, aber wie kommt man als 18-jährige Schülerin mitten im Abitur auf die Idee, sich auch noch parallel dazu Ladeinfrastruktur nicht nur aufzubauen, sondern sogar eine komplett neue Technik zu entwickeln? Also ich habe mit ein paar Freunden bei Jugend gründet mitgemacht. Das ist ein Wettbewerb, bei dem man Geschäftsideen entwickelt und bis hin zu einer Gründung hoffentlich bringt. Und da sind wir jetzt sehr weit gekommen. Wir sind bis ins Finale gekommen und haben den Porsche Sonderpreis gewonnen. Und also von diesem Wettbewerb aus hat sich die Idee einfach entwickelt, die wir jetzt auch weiter umsetzen wollen. Du hast jetzt gerade gesagt, Porsche Sonderpreis gewonnen. Das heißt, bei dir steht der Taycan schon vor der Tür. Leider noch nicht. Wegen Corona wurde dieser Preis verschoben. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr das nachholen können. Gut, also wenn du den Taycan hast, dann melde dich mal, dann kommen wir noch mal gucken. Okay, zurück zu eurer Idee, die ihr hattet. Erzähl uns mal erstmal, bevor wir wollen den Spannungsbogen so ein bisschen aufbauen. Erzähl uns doch erstmal, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, da in den Markt der Ladeinfrastruktur reinzugehen? Also wir haben uns natürlich überlegt, was ist ein aktuelles Thema, was man verändern kann. Und da sind wir ganz klar dann auf die Elektromobilität gestoßen und auch mit dem Problem, dass es zu wenige Ladestationen derzeit gibt. Und dann haben wir uns informiert und haben überlegt, okay, wie könnte man dieses Problem lösen? Und so kamen wir dann auf die Idee, eine Ladestation in einer Laterne oder an dem Laternennetz zu entwickeln. Okay, da höre ich so ein bisschen raus. Ihr seid eine Familie, ihr seid auch elektrisch mobil. Ja, wir haben auch ein E-Auto, mit dem wir unsere Ladestationen testen. Ja, jetzt bin ich ja ein bisschen verwundert, dass ihr in Baden-Württemberg, dass du dir da Gedanken machen musst über mangelhafte Ladeinfrastruktur. Ich habe gerade gestern, vorgestern ein Video aufgezeichnet, wo ich gesagt habe, Baden-Württemberg hat die meisten Ladestationen in Deutschland. Wie sieht es bei dir im Ort aus? Habt ihr öffentliche Ladeinfrastruktur? Also laut dem Bundesnetzagentur gibt es in Baden-Württemberg 1.620 geeichte öffentliche Ladestationen und davon gibt es in Aachen genau eine und die ist an der Autobahn. Also es gibt noch viel zu wenig Lademöglichkeiten. Okay, also dann habt ihr sozusagen so einen klassischen Fall auch bei euch in der Gemeinde oder in der Stadt, in der du wohnst. Jetzt hast du gesagt, ihr hattet eine Idee für, dass man Laternen als Ladeinfrastruktur umbauen kann. Wie seid ihr da drauf gekommen? Was ist deiner Meinung nach so besonders sinnvoll, Laternen dafür zu benutzen? Die Laternen haben ein extra Netz, das unabhängig ist vom Haushaltsnetz. Und die Kapazität im Haushaltsnetz, die ist schon fast aufgebraucht. Und wenn jetzt jeder kommt, der ein E-Fahrzeug hat und eine Ladebox sich installieren lässt, dann wird diese Kapazität aufgebraucht sein. Und das ist einfach der Vorteil von dem Straßenlaternennetz, dass da noch sehr viel Kapazität drinsteckt, gerade auch, weil viele Lampen derzeit für LED-Lampen ausgetauscht werden. Dadurch erhöht sich die Kapazität und deswegen ist da noch sehr viel Raum für Ladestationen im öffentlichen Bereich. Klar, das ist nachvollziehbar und deswegen haben das ja auch schon, so ehrlich müssen wir sein, das weißt du natürlich auch schon andere gemacht. Es gibt auch andere Firmen, wir haben auch bei uns im Kanal schon über so das ein oder andere Projekt berichtet.
Was ist jetzt sozusagen eure ganz spezielle Idee, die ihr da jetzt vorantreibt? Wir nutzen das herkömmliche Straßenbeleuchtungsnetz für einen unkomplizierten und staatlich geförderten Ausbau der Ladeinfrastruktur, indem wir Straßenlampen oder halt Unterverteiler mit unserer PCB-Box, also unserer Ladestation, zur Ladestation umrüsten. Und durch unsere selbstentwickelte PCB-Box hat der Fahrer von E-Fahrzeugen oder Hybriden die Möglichkeit zum Laden jedes Standardkabel zu verwenden, das er möchte. Und Kosten entstehen dem Verbraucher nur bei Nutzung der Ladesäule. Das heißt, er muss kein monatliches Abo abschließen. Unsere unabhängige Abrechnungssoftware gewährleistet einen transferfreien und unkomplizierte Abrechnung. Und das integrierte intelligente Ladeleitsystem lotst den Fahrer dann zu seiner freien Ladesäule und entlastet somit die Ballungszentren. Also ich bin einigermaßen geflasht, was du da so locker flockig mit 18 an Begriffen um dich wirfst, die wir sonst nur so von Leuten wie Herrn Schulte von Allego oder von anderen Leuten hören. Also Respekt dafür. Ich will mich da, also ich finde das absolut faszinierend, finde ich super. Du hast ja auch schon ganz viele Aspekte genannt. Wie gesagt, jetzt gibt es ja Ladestationen für Laternen zum Aufrüsten, gibt es ja schon von bestimmten Herstellern. Und du hast jetzt gerade gesagt, ihr entwickelt eine Box. Muss ich mir das vorstellen, dass ihr oder du tatsächlich im Keller, in der Werkstatt, in der Garage eine komplett neue Ladetechnik dafür entwickelt? Oder wie sieht es bei dir aus? Ja, also wir haben unsere Ladestation selbst entwickelt im Arbeitszimmer und haben sie dann selbst aufgebaut und getestet an unserem eigenen E-Fahrzeug, damit auch ja nichts passiert. Und jetzt sind wir auch so weit, dass wir es an Städte und Kommunen umbauen können und dort vertreiben können. Ihr habt aber jetzt nicht die Elektronik komplett alleine gebaut. Also nutzt ihr irgendwelche Teile, die es schon gibt, die ihr nur irgendwie anders zusammensetzt, oder habt ihr tatsächlich mit irgendwelchen Herstellern in China komplett neue Teile entwickelt? Also wir haben Teile gekauft, die auch zum aktuellsten Stand derzeit zur Verfügung sind. Die sind geeicht, was das natürlich alles erheblich vereinfacht. Und also mit diesen Ladereglern und so weiter lässt es sich ermöglichen, so eine PCB-Box zu bauen. Aber das programmiert haben wir dann selber. Oh, Also okay. Also du bist ja. auch, du schreibst auch Code dafür selber. Genau. Wow, also ich bin absolut begeistert. Birgit, ich reite noch so ein bisschen darauf rum, weil das interessiert mich einfach sehr. Was unterscheidet jetzt genau die Box, die du entwickelt und entwickelt hast, von denen, die es schon gibt am Markt? Also wir nutzen das Straßenbeleuchtungsnetz. Bei uns kann der E-Fahrzeugfahrer sein eigenes Kabel benutzen. Er muss kein extra Kabel kaufen, wie andere Anbieter das regeln. Und also unsere PCB-Box kann unabhängig von Energiequellen durch uns oder eine fachkundige Person in die Straßenlaterne eingebaut werden, was schon mal ein großer Vorteil ist. Und die PCB-Box erfasst dann auch gleich die geeichte verbrauchte Energiemenge und leitet sie so weiter zur Abrechnung an unsere Cloud. Somit ist es ermöglicht, dass sämtliche Lademöglichkeiten für Elektromobilität im Anschluss zu installiert oder zu betreiben. Und die Kommunikation zwischen Ladepunkt und Cloud erfolgt über das Handy des Nutzers. So ist also der Anbieter der Lademöglichkeit ist von der Verbrauchungsmitteilung und der Abrechnungsabwicklung befreit. Okay, das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe und auch nochmal für unsere Zuschauer nochmal zur Erläuterung, dass dass der gesamte Datenkommunikationsweg nicht über die Ladebox läuft, sondern über das Smartphone des Benutzers. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, also eine zugehörige Abrechnungssoftware ermöglicht dann eine unabhängige Stromverbrauchungsabrechnung und zudem kann der Kunde dann über alle möglichen Handy Pay oder Kreditkarte oder so weiter bei uns bezahlen. Okay, cool, alles klar. Also was finde ich schon mal ganz prima, dass man bei eurer Lösung kein spezielles Kabel braucht. Das kennt man ja von anderen Lösungen, dass man sich dafür viel Geld nochmal ein anderes Kabel kaufen muss. Ja, Berit, wo steht ihr denn jetzt im Moment eigentlich bei eurer Entwicklung? Oder wo stehst du im Moment? Kann man die bei euch schon bestellen? Oder habt ihr im Keller noch einen Prototyp mit offenen Kabeln? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also zu unserer aktuellen Kampagne auf Startnext erhalten wir sehr viel Zuspruch und konnten auch sehr viele interessante Kontakte knüpfen und unser Know-how erweitern. Aktuell haben wir unseren probeweisen Aufbau unserer Ladestation zu Hause installiert und haben einen einphasigen und einen dreiphasigen Laboraufbau zu Testzwecken gefertigt. Und jetzt kommt eigentlich nur noch die Installation bei unserem Endanwender, aber die wollen wir erst nach der Gründung unseres Unternehmens realisieren. Okay, und aus deiner Sicht, wer sollte sich bei euch melden, wenn er mittelfristig Interesse hat, eure Technik einzusetzen? Also ich denke, könnten sich zum Beispiel Städte oder Kommunen, Landkreise bei dir dann melden? Ja, genau. Also unsere ersten Kunden sind natürlich die Kommunen und die Landkreise, aber natürlich würden wir es auch an Einzelkunden verkaufen. Jo, Berit, finde ich wahnsinnig interessant, was du mir da und uns da alles irgendwie erzählen konntest. Ich bin ziemlich beeindruckt. Ich bin jetzt 52 und überlege, okay, dann hätte ich vor 30 Jahren auch damit anfangen können, aber das habe ich irgendwie verpasst. Berit, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitteilen möchtest? Berit, halt uns bitte auf dem Laufenden, wo du stehst, wo ihr steht, wenn du Lust hast, dass wir wieder darüber gerne auch berichten. Und ansonsten drücke ich euch und ich denke auch drücken wir alle, die das gesehen haben, euch ganz, ganz feste alle Daumen und Hühneraugen, die man so zudrücken und drücken kann, damit das bei euch gut weitergeht und dass es bei euch im Ländle der Elektromobilität gut vorangeht und du viel Spaß daran hast, aber natürlich erstmal Ziel Abi. Berit, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute erstmal. Dankeschön und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Super gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.